Augsburg 2012. Auch in diesem Jahr sorgte Augsburg mit Eröffnungen wie von der Brechtbühne oder von Kongress am Park für überregionale Schlagzeilen. Überregionale Schlagzeilen waren aber auch die Finanzkrise. Wirkt sich sowas auch auf die Kommunen aus? Wie kann man da eventuell gegensteuern? Unser Thema jetzt im Jahresrückblick mit unserem Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel hier im Foyer des Theater Augsburg. Herr Dr. Griebel, viel wird diskutiert über Pleite, Griechenland, Schuldenschnitt. Kann man da als Kommune überhaupt auch irgendwas dagegen tun, gegensteuern? Also wir können sicher nicht die europäischen Zusammenhänge lösen, aber wir müssen schauen, dass wir selber die Situation bestmöglich bewältigen. Die finanzielle Situation der Stadt Augsburg ist in der Tat nicht auf Rosen gebettet. Aber ein Amtsvorgänger von mir hat einmal zu mir gesagt, kein Geld haben wir immer schon gehabt. Und so wird die große Kunst darin bestehen, mit den schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen die Stadt trotzdem voranzubringen. Und das ist auch unsere Chance. Wir dürfen uns nicht zurückziehen in ein Schneckenhaus und warten, was über uns hereinbricht, sondern wir müssen uns selbst aus dieser Situation herausarbeiten. Und das bedeutet, dass wir die Stadt strukturell auch weiterbringen müssen. Wir tun das, indem wir Wirtschaft fördern. Da geht es um die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Schaffung von hochwertigen neuen Arbeitsplätzen, Innovationstechnologien und dergleichen mehr. Das gelingt uns sehr gut. Der entsprechende Impuls ist schon bemerkbar. Beim bundesweiten Ranking der Wirtschaftswoche hat sich herausgestellt, dass Augsburg auf dem Vormarsch ist. Wir sind zum Thema Wirtschaftsfreundlichkeit von Platz 31 auf Platz 11 innerhalb nur eines Jahres nach oben geklettert. Und auch die sonstigen Parameter zeigen, dass die Stadt Augsburg eine unglaubliche Dynamik hat. Also diesen Teil haben wir gut eingesteuert, da bin ich überzeugt davon. Und auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass wir die finanzielle Situation dadurch in den Griff bekommen, dass wir Belastungen von uns wegbekommen, die nicht hierher gehören. Und da gehört zum Beispiel die Staats- und Stadtbibliothek dazu. Ein Kulturgut allerhöchsten Ranges, auf das wir nicht verzichten wollen und auch nicht verzichten müssen. Aber da hat es auch sehr geholfen, dass der Freistaat Bayern jetzt eingesprungen ist und die Staats- und Stadtbibliothek in die eigene Regie und Verwaltung übernimmt. Das hat nicht nur den Vorteil, dass wir finanziell entlastet wird, sondern dass diese Einrichtung auch jetzt mit modernsten Geräten und Technik ausgestattet wird und dass auch schon die Erweiterung bevorsteht. So kann man Probleme auch lösen, indem man sich darauf konzentriert, sich selbst stark zu machen und auf der anderen Seite unnötige Belastungen oder nicht gerechtfertigte Belastungen dorthin zu geben, wo sie hingehören. Jetzt könnte man aber auch sagen, zur Not hole ich mir das Geld aus München. Das ist viel zu einfach. Ja. Aber es ist in der Tat so, nach Augsburg fließt in den letzten Jahren mehr Geld aus München als zu irgendeiner Zeit vorher. Das hat damit zu tun, dass wir mit ausgearbeiteten, schlüssigen und belastbaren Konzepten auch angetreten sind. Wenn Sie zum Beispiel nur an das Klinikum Augsburg denken, dort bekommen wir 300 Millionen Euro für die Gesamtsanierung und nochmal 50 Millionen Euro obendrauf für die medizintechnische Ausstattung. Das Gleiche gilt für das Theater Augsburg. Auf der Grundlage eines von uns erarbeiteten Masterplans bekommen wir Förderungen der Größenordnung von 45%. Das ist eine absolute Spitzenförderung. Und mit dieser Grundlage können wir jetzt die nächsten Jahre auch arbeiten, um den Theaterstandort nach vorne zu bringen. Und so gibt es viele andere Beispiele mehr. Ich kann mich über die Zusammenarbeit mit München nicht beklagen. Im Gegenteil, ich bin sehr glücklich darüber, dass gerade der Ministerpräsident ein Auge auf Augsburg hat und uns immer wieder unterstützt.